Ach, hat sich Beatrice schon zurückgemeldet? Nein. Es muss jedenfalls jemand da runter und die neuen Passagiere begrüßen. Vielleicht der Herr Schifferle? Ja, von mir aus auch Herr Schifferle. Bitte kümmern Sie sich darum. Doc, ja, haben Sie Beatrice irgendwo gesehen? Nein, wieso? Ist sie noch nicht zurück? Sonst hätte ich sie ja nicht gefragt. Wo wollte sie eigentlich hin? Oh, keine Ahnung, sie sagte irgendwas von Haus oder Familie oder so. Wenn sie wieder an Bord ist, soll sie sich sofort bei mir melden. Ah ja, Captain. Ja, eine schöne Reise wünsche ich. Oskar, hallo. Danke, dass Sie für mich eingesprungen sind. Ach, mach ich doch gerne. Oder sind Sie scharf auf meinen Job? Ich hatte Sie da schon immer im Verdacht. Gott bewahre. Aber Sie strahlen ja mit der Sonne um die Wette. Darf man nach dem Grund fragen? Darf man. Schauen Sie mal. Interessant. Eine besondere Gesteinsart? Ja, eine ganz besondere sogar. Was ist das? Casa Solvento. Casa Solvento. Haus auf dem Wind. Ja, wie ein Haus sieht das nicht direkt aus. Und der Preis? Ich bin Schwabe. Ich würde sagen, sehr menschenfreundlich. Und ich habe ja immer gespart und sicher, das ein oder andere ist noch zu machen. Aber Oskar, das ist mein Haus. Verstehen Sie? Mein Haus. Ich bin so glücklich. Ah, da sind die Hambachs. Ich sag denen schnell guten Tag und dann löse ich sie ab. Der Kapitän möchte Sie zuerst sehen. Und der ist nicht besonders gut gelaunt. Ariane! Beatrice, schön, Sie wiederzusehen. Herr Hambach, herzlich willkommen. Sie fragen sich jetzt sicher, woher Ihre Frau und ich uns kennen, aber wir beide hüten ein dunkles Geheimnis. Ach. Oh, Beatrice, mein Mann mag keine dunklen Geheimnisse. Ja. Wir haben den gleichen Änderungsschneider. Und von ihr habe ich auch den Tipp mit der Kreuzfahrt. Für Paare mit Problemen. Aber bei mir sind dunkle Geheimnisse gut aufgehoben. Ich springe jetzt schnell in meine Uniform, die geänderte. Bis dann. Bis später. Sag mal, du trittst unsere Eheprobleme bei deinem Änderungsschneider breit? Robert, du kennst mich. Beatrice ist eine sehr integre Frau. Und da wechselt man halt mal das ein oder andere Wort. Wollen wir? Der Flieger hat Verspätung. Entschuldigung. Bist du sauer? Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Wo warst du eigentlich? In Italien. Du warst für 3 Tage in Italien? War das nicht ein bisschen anstrengend? Ja, ich bin noch ein bisschen müde, aber total glücklich. Mal wieder verliebt? Und wie? Ich freue mich für dich. Warum so plötzlich? Ach, wir kennen uns schon länger. Aber ich hätte nie gedacht, dass so ein Traum jemals in Erfüllung gehen kann. Ich sehe nur einen Haufen Steine. Ah, da hängt aber noch ein wunderschönes altes Haus dran. Casa Solvento. Ich verstehe. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir mal, wenn du Zeit für einen Kaffee hast. Arbeit ruft. Frau Helmer. Ja. Guten Tag, herzlich willkommen. Bitte schön. Hallo. Ah, 7. Etage. Damenunterwäsche und Kurzwaren. Ne? Ja, genau. Morgen! Das glaube ich jetzt nicht. Joachim? Thomas, sag mal, was machst du denn hier? Ich? Was machst du hier?